Für eine gute wissenschaftliche Präsentation brauchen Sie ein gutes Thema, das gut vorbereitet sein muss, aber Sie brauchen noch etwas, nämlich Bühnenpräsenz. Das klingt merkwürdig, aber Sie dürfen nicht vergessen, Sie haben ein Publikum. Wenn Sie zum Beispiel Sängerin sind oder auch im Theater spielen, haben Sie einen Vorteil, denn Sie wissen, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen und ein Publikum zu haben. Falls das nicht der Fall ist, habe ich hier zwei Tipps für Sie. Der erste Tipp ist, nehmen Sie sich selbst auf. Halten Sie Ihren Vortrag Probe und nehmen Sie das Ganze auf Video auf, um zu sehen, ob Sie vielleicht nach außen ganz anders wirken, als Sie es selbst wahrnehmen und wie Sie daran arbeiten könnten. Und der zweite Tipp macht sogar Spaß. Suchen Sie sich eine Bühne. Und zwar eine, bei der nichts auf dem Spiel steht. Sei es der Geburtstag der Oma oder die Hochzeit der besten Freundin, suchen Sie sich Gelegenheiten, um Reden zu halten und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es ist, vor Leuten zu stehen, ein Publikum zu haben. Das Wichtigste bei all dem ist, Sie dürfen keine Rolle spielen, die nicht Ihre ist. Sie müssen Ihre eigene Rolle finden. Sie müssen sich in eine bestimmte Stimmung bringen. Sie müssen das aufbauen, was man Auftrittsspannung nennt. Das hilft auch bei dem, was mit der Bühne auch noch einhergeht, nämlich dem Lampenfieber. Aber bei all dem müssen Sie sich treu bleiben. Und das können Sie nur rauskriegen, wie das funktioniert, indem Sie es üben. Im Rahmen des Studiums gibt es verschiedene Anlässe für Präsentationen. Zum Beispiel Referate, die Sie bestimmt schon kennen, und auch so etwas wie die Verteidigung der Masterthesis. Die Referate sollen Sie genau darauf vorbereiten. Und beides soll Sie darauf vorbereiten, irgendwann Vorträge in der Forschung zu halten. Wie lernen Sie das? Sie lernen prinzipiell immer aus Fehlern. Wenn Sie keine Fehler machen, dann haben Sie nichts zu lernen. Das Gute ist aber, dass Sie nicht nur aus Ihren eigenen Fehlern lernen müssen. Sie können auch aus den Fehlern anderer lernen. Tun Sie das. Gehen Sie in so viele Vorträge wie möglich. Zum Beispiel Vorträge in Forschungsreihen, Kolloquien und so weiter. Schauen Sie sich an, was funktioniert gut und was eher nicht. Und gehen Sie zur Prüfung. Fragen Sie die geprüfte Person, ob es in Ordnung ist, wenn Sie sich mit reinsetzen, und schauen Sie sich an, wie so eine Präsentation und so eine Verteidigung ablaufen. Das hilft nicht nur für Präsentationen, sondern es hilft auch einfach, sich auf diese Situation schon mal ein bisschen vorzubereiten. Und dann habe ich noch einen Tipp für Sie, wie Sie aus Fehlern anderer lernen können, nämlich Kurt Tucholskys Ratschläge für gute und schlechte Redner. Ratschläge für schlechte Redner. Fang nie mit dem Anfang an, sondern immer 3 Meilen vor dem Anfang. Sprich nicht frei, das macht einen so unruhigen Eindruck. Sprich mit langen, langen Sätzen, die Nebensätze schön ineinander geschachtelt. Fang immer bei den alten Römern an und gib stets, wovon du auch sprichst, die geschichtlichen Hintergründe der Sache. Und sprich nie unter 1,5 Stunden, sonst lohnt es sich gar nicht erst anzufangen. Ratschläge für gute Redner. Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze. Klare Disposition im Kopf, möglichst wenig auf dem Papier. Ein Redner sei kein Lexikon, das haben die Leute zu Hause. Der Ton einer einzelnen Sprechstimme ermüdet. Sprich nie länger als 40 Minuten. Merk Otto Brahms Spruch, was gestrichen ist, kann nicht durchfallen. Ich habe eine Checkliste zum Inhalt für Sie. Erstens brauchen Sie eine klare Fragestellung, zum Beispiel, was ist Bildung bei Humboldt? Dann brauchen Sie am besten eine gute Definition gleich am Anfang. Was ist eigentlich Bildung? Und Sie brauchen den roten Faden. Fragen Sie sich vor allem, was ist notwendig, zum Beispiel um den Bildungsbegriff zu klären, und was nicht. Das betrifft insbesondere Exkurse, aber auch biografische Ausführungen. Es mag zum Beispiel interessant sein, dass Humboldt eine offene Ehe mit seiner Frau Caroline geführt hat, aber für den Bildungsbegriff ist es nicht relevant. Dass er dagegen die Vorlesungen von Immanuel Kant kannte, ist durchaus von Bedeutung für seinen Bildungsbegriff und darf deshalb mit rein. Die Checkliste allgemein beinhaltet erstens Interesse wecken. Sprechen Sie über nichts, was Sie selbst langweilt. Das überträgt sich sofort auf Ihr Publikum. Und auch wenn Ihr Referatsthema vielleicht nicht ganz Ihr Wunschthema war, versuchen Sie irgendetwas zu finden, womit Sie was anfangen können. Und sei es ein Punkt, dem Sie widersprechen möchten. Zweitens, Sie müssen Probe vortragen. Dadurch können Sie prüfen, ob das Tempo in Ordnung ist, die Lautstärke und auch die Länge.
und Sie können prüfen, ob Sie unnötige Stolpersteine in Ihrem Vortrag haben. Denn Sie müssen drittens Probleme vermeiden. Und solche Probleme, also Stolpersteine, können zum Beispiel Eigennamen, Fachwörter oder Fremdwörter sein, über die Sie im wahrsten Sinne des Wortes im Vortrag stolpern könnten. Vielleicht ist es einfach unklar, wie diese ausgesprochen werden. Da habe ich einen Tipp für Sie, nämlich Online-Wörterbücher. Wenn Sie zum Beispiel unsicher sind, wie sich das englische Wort für Hypothese ausspricht, können Sie in diesem Wörterbuch nachschlagen. Und wenn Sie dort Hypothese eingeben, finden Sie verschiedene Varianten im Englischen. Daneben finden Sie einen kleinen Lautsprecher. Wenn Sie darauf klicken, dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten, sich dieses Wort vorsprechen zu lassen. Zum Beispiel von einem Computer oder auch von verschiedenen Usern oder Userinnen. Und Sie können sich das so oft vorsprechen lassen, wie Sie möchten, bis Sie sicher sind, dass Sie es richtig nachsprechen. Oder Sie sind sich nicht ganz sicher, wie dieser Philosoph aus Frankreich ausgesprochen wird. Sie wissen vielleicht, dass er aus Frankreich stammt, das hilft Ihnen aber erstmal nicht weiter. Doch, es hilft weiter. Wenn Sie einen Online-Übersetzer nutzen, wie diesen zum Beispiel, dann können Sie als Ausgangssprache Französisch wählen, den Namen eingeben und ebenfalls auf einen kleinen Lautsprecher klicken. Und dann wird Ihnen der Name Michel Foucault so oft vorgesprochen, wie Sie es möchten. Vielleicht sind die Begriffe aber auch einfach nur sehr schwierig auszusprechen. Auch da habe ich einen Tipp für Sie. Ersetzen und umschreiben. Wenn Sie sich nun trotz allem nicht sicher damit fühlen, das englische Wort Hypothesis auszusprechen, ein Wort, das sich für deutsche Muttersprachlerinnen auch nicht allzu leicht sprechen lässt, das heißt, es ist ein typischer Stolperstein, dann haben Sie noch die Möglichkeit, es zu ersetzen durch ein Wort, das Sie besser, leichter und vor allem flüssiger sprechen können. Auch dafür bieten sich Online-Wörterbücher an oder auch ganz klassisch Wörterbücher, so in 3D. Und wenn Sie dort unter Hypothesis, also Hypothese, nachschlagen, finden Sie auch andere Wörter, die dieselbe Bedeutung haben. Zum Beispiel Supposition. Das spricht sich um einiges flüssiger. Sie können aber auch im Duden nachschlagen, wenn Sie zum Beispiel ein Fremdwort haben, über das Sie mit Sicherheit stolpern würden, wenn Sie es mehrmals im Vortrag aussprechen müssten. Ein Beispiel ist Anthropomorphismus. Ja, wenn man das ein bisschen übt, dann läuft das schon, aber man muss es eben erstmal üben. Auch das können Sie umgehen. Das heißt, Sie können diesen Stolperstein abmildern, indem Sie nachschlagen, welche Varianten es noch gibt im Deutschen. Und vor allem bei so einem Fremdwort können Sie nach deutschen Varianten suchen, zum Beispiel Vermenschlichung. Dann können Sie in Ihrem Vortrag einmal all Ihre Konzentration zusammennehmen, Anthropomorphismus oder Vermenschlichung sagen und im Folgenden können Sie immer wieder den Begriff Vermenschlichung wählen. Eine andere Möglichkeit ist es, den schwierigen Begriff zu umschreiben. Das funktioniert genauso wie mit dem Ersetzen. Zum Beispiel schauen Sie nach, wie man Anthropomorphismus umschreiben könnte, nämlich als die Übertragung menschlicher Eigenschaften auf Tiere, unbelebte Gegenstände und so weiter. Und dann sagen Sie in Ihrem Vortrag, der Anthropomorphismus bzw. die Übertragung menschlicher Eigenschaften auf Tiere, unbelebte Gegenstände und so weiter. Und dann müssen Sie im Folgenden nur noch sagen, diese Übertragung. Ein anderes Beispiel ist die Sapir-Whorf-Hypothese, die im Englischen tatsächlich sehr schwierig auszusprechen ist. Und wenn Sie diese im Englischen umschreiben, zum Beispiel als The hypothesis according to which language forms our biases und dann auf der PowerPoint genau diesen Satz stehen haben und dahinter in Klammern die Sapir-Whorf-Hypothese, dann reicht es völlig. Sie müssen sie nicht aussprechen. Damit kommen wir zum Thema visuelle Unterstützung. Und dafür können Sie eine PowerPoint oder auch eine klassische Handreichung benutzen. Fragen Sie sich dabei immer, wozu ist es eigentlich gut? Also, wozu dient es? Es dient dazu, dass Ihr Publikum Ihnen leichter folgen kann. Da müssen Sie einige Dinge beachten. Denn das Publikum muss gleichzeitig hören und lesen. Es muss Ihrem Vortrag folgen und lesen, was auf der PowerPoint steht. Das ist Multitasking. Und besonders dann, wenn es Abweichungen gibt. Es gibt ein paar Dinge, wie Sie das Ganze vermeiden können. Zum einen achten Sie auch hier auf Stolpersteine. Vermeiden Sie also unnötige Fachwörter, Fremdwörter und Eigennamen auf den Folien. Und achten Sie darauf, dass es eben keine Differenz gibt zwischen dem, was Sie sagen und dem, was auf den Folien steht. Was die Abweichung, also die Differenz betrifft, gibt es eine Ausnahme,
nämlich das Handout. Aber auch hier müssen Sie darauf achten, wie Sie es gestalten. Oder haben Sie hier auf Anhieb gesehen, dass es neben dem, was Sie gerade im Vortrag erzählen, noch weitere Informationen im Text gibt? Das ist irritierend. Und Sie können es ganz einfach umgehen, indem Sie die Zusatzinformationen, das heißt alle Informationen, die aus Zeitgründen nicht mehr in den Vortrag gepasst haben, die Sie aber trotzdem gerne bereitstellen möchten, entsprechend absetzen. Zum Beispiel, indem Sie den Haupttext, den Sie tatsächlich vortragen, etwas größer machen oder die Zusatzinformationen einrücken. So wird der Text, dem das Publikum gerade lauschen muss, ob es will oder nicht, deutlich und auch die Zusatzinformationen werden deutlich, die später vielleicht nochmal nachgelesen werden können. Es gibt noch einen Trick, wie Sie Multitasking vermeiden können, nämlich indem Sie meine beiden heiligen Zahlen beachten, die 3 und die 24. Diese Zahl sollten Sie nie wieder vergessen, die 24. Egal, ob Sie dabei an den Geburtstag Ihrer Mutter denken, an Weihnachten oder auch daran, dass der Tag 24 Stunden hat, ganz egal. Hauptsache, Sie vergessen diese Zahl nie wieder. Warum? Das ist die kleinste erlaubte Schriftgröße auf PowerPoint. Und alles, was kleiner als 24 PT ist, lässt sich einfach nicht mehr lesen, nicht nur aus der letzten Reihe. Wählen Sie daher immer mindestens Schriftgröße 24 in der PowerPoint. Meine zweite Lieblingszahl ist die 3, die ich immer wieder gerne erwähne. Ursprünglich haben die Menschen angeblich folgendermaßen gezählt. 1, 2, 3, viele. Die wussten trotzdem immer genau, wie viele Schafe sie hatten und vor allem wussten sie auch, wenn eins gefehlt hat. Sie sollten jetzt davon ausgehen, dass Ihr Publikum zwar auch nur bis 3 zählen kann, aber eben nicht weiß, was fehlt und was nicht. Das heißt, Sie sollten versuchen, in der PowerPoint nie mehr als 3 Elemente gleichzeitig darzustellen. Also zum Beispiel 3 Stichpunkte gleichzeitig anzuzeigen. Wenn Sie jetzt mehr als 3 Stichpunkte anzeigen müssen, weil sie zum Beispiel zusammengehören, können Sie die entweder auf Folien aufteilen oder, wenn Sie sie gleichzeitig anzeigen möchten, können Sie sie dynamisch darstellen, so dass die einzelnen Stichpunkte nacheinander erscheinen, und zwar so, wie Sie auch sprechen. Damit kommen wir zu Bildern. Bilder sind natürlich ganz nett in einer PowerPoint, aber sie sind nicht immer nützlich und nicht immer hilfreich. Und sie können sogar ein bisschen ablenken von dem, was Sie gerade erzählen, wenn Sie keinen direkten Bezug zu dem haben, was Sie erzählen. Sie können natürlich in einem Vortrag zu Hannah Arendt die ganze Zeit Ihr Bild zeigen. Die Frage ist das nötig und ist das hilfreich? Hilfreich ist es zum Beispiel, wenn Sie über den Briefwechsel zwischen Hannah Arendt und Karl Jaspers berichten und Auszüge daraus zitieren und entsprechend die Bilder der beiden nutzen, um klarzumachen, wer hier was gesagt hat bzw. geschrieben. Auch hier sollten Sie darauf achten, dass das, was in den Sprechblasen steht, mit dem übereinstimmt, was Sie mündlich vortragen und es keine Abweichungen gibt. In diesem Fall ist das Bild von Hannah Arendt tatsächlich hilfreich, um zu erschließen, was Sie gerade vortragen. Auch in der PowerPoint müssen Sie korrekt zitieren. Sie können dafür wörtliche Zitate nutzen und es bietet sich an, wie bei diesem Kant-Zitat, in Klammern dahinter ein Kürzel anzugeben und auf der letzten Folie dann die komplette Literaturangabe mit Autor, Werk, Titel, Akademieausgabe in diesem Fall, Bandnummer und so weiter. Oder Sie können das Ganze als Paraphrase angeben, dadurch kürzen Sie auch den Text gleich ein, indem Sie schreiben, Kant betont an erster Stelle selber denken, siehe oder auch Vergleich und dann dasselbe Kürzel. Dasselbe gilt auch für Bilder. Das heißt, wenn Sie das Bild von Jaspers nutzen möchten, empfehle ich Ihnen, direkt in die Wikipedia zu gehen. Dort den Artikel zu Jaspers aufzurufen und sich das entsprechende Bild herauszusuchen. Zum Beispiel das hier ganz oben. Wenn Sie auf das Bild klicken, kommen Sie zu den Comments. Und wenn Sie dann dort an der Seite auf den kleinen Pfeil gehen, wird Ihnen angezeigt, ob das Urheberrecht ausgelaufen ist oder nicht. In diesem Fall können Sie die Quelle angeben, müssen aber nicht. Ich empfehle Ihnen, das trotzdem zu machen. Und das ist ganz einfach, denn die Wikipedia gibt Ihnen das komplette Rezept dafür vor. Sie müssen nur noch das, was hier in diesem Kästchen steht, anklicken, kopieren und einfügen.
Und mein Tipp zum Schluss lautet, schaffen Sie sich ein Ritual. Egal, ob Sie vor jedem Vortrag den Text nochmal durchgehen, einen Spaziergang machen, vielleicht ein ganz bestimmtes Lied hören, meditieren oder auch einfach nur Ihr Lieblingsheißgetränk genießen. Völlig egal. Wichtig ist, dass Sie sich damit ein Ritual schaffen, das Ihnen hilft. Nämlich erstens, dass Sie Kraft schöpfen können, sich auf sich selbst konzentrieren können und auch, dass es Ihnen hilft, in diese Stimmung hineinzufinden, Bühnenspannung aufzubauen, in die Bühnenpräsenz hineinzufinden. Das war mein Tutorial zum Thema Präsentieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und dem Kühlhaus Flensburg danke ich dafür, dass ich hier drehen durfte.